So, Leute, bevor wir jetzt so eine Sache machen, ich würde gerne, passt auf, ich möchte mit euch was machen. Ich möchte mit euch was machen. Ich würde gerne tatsächlich mit euch mein Jahr drehen. Also mein, wie heißt denn das? Okay, vor einem Jahr. Was habe ich denn so erlebt? Wir schauen mal ganz. Wir fangen an im Januar. Im Januar habe ich sehr viel Ark gespielt. Ich habe im Januar, pass auf, warte. Januar. Okay, und jetzt male ich einfach, ich habe ja im Januar, habe ich viel Ark gespielt. Also malen wir einen Dino. Wir haben ihn. Ja, Mann! Ja! Vorsicht, da sind ganz viele Schlangen, Rivi. Vorsichtig! Alter, das ist gruselig. Ja! Hilfe, was ist das denn? Okay, macht ja Sinn. Viel Ark gespielt? Ah ja, dann war ich noch... Ja! Im Januar ist was richtig Wichtiges gestanden. Im Januar war ich Snowboarden, Leute, und hab mir das Bein gebrochen. Oh, gefährlich. Passt auf, also, Snowboard hier. Das bin ich hier quasi so richtig... Cool. Und das ist dann passiert. Mein Bein, das hier ist mein Bein. Das ist meine Hose, ne? Das ist mein Bein. Mein Bein ist einfach gebrochen. Versteht ihr das? Also nicht wirklich, aber ich habe mir voll wehgetan so. Und das ist mein Fuß, der ist so richtig so... Und dann ist was ganz Wichtiges entstanden, meine Freunde. Und zwar, Achtung, die Jause. Die Jause habe ich im Januar kennengelernt. Jause im Januar. Leute, checkt ihr, wie wichtig Jause für mein Leben war? Ey, ich habe über ein Dreivierteljahr dieses Wort gemimt. Jause war so geil, das kriegt sogar gelb. Super, dann gehen wir mal weiter im Februar. Im Februar habe ich nicht so viel hochgeladen, scheinbar. Ah ja, hier im Februar. Im Februar, Leute, habe ich ein Video gemacht, wie es mir ohne Jody geht. Im Februar hatte ich wieder Schmerzen, war ich wieder ein bisschen traurig. Ja, der Chat spammt gerade schon, dass ich aussehe. Im Februar, okay, das bin ich einfach, ja. Ich weiß auch, Februar war ein schwieriger Monat, weil da war ich so alleine. Ja, da war ich so richtig traurig, so, wisst ihr, da habe ich so voll viel geweint. So, im Februar habe ich, ey, Februar war... Und im Februar habe ich damals schon gesagt, da haben wir schon im Stream drauf reagiert, meine Freunde, ich habe es gecallt. Im Februar habe ich es gecallt. Und ihr wisst jetzt alle, wer das Game betritt, welcher Champion, Leute. Welcher kleine das Game betritt. Ihr kennt ihn alle. Ihr wisst, wer es ist, oder? Ihr wisst es, kommt. Also Februar auf jeden Fall eher ein trauriger Monat. Nicht so viel los gewesen. Ein bisschen was Reaction-Kram gemacht, nichts Spannendes. Jetzt, meine Freunde, jetzt kommt was ganz, ganz Verrücktes. Im März. Im März, klar, Madeira, meine Freunde. Wir malen kurz Madeira, ja? Gewitter im Kopf war auch mit am Start. Und wir haben natürlich, klar, halt auch Madeira, haben wir das Jause-Musikvideo gedreht. Also halt ganz, 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 ganz wichtig, ne? War wirklich einfach schön auf Madeira. Musikvideo haben wir da gedreht. Aber dann, meine Freunde, dann ist auf Madeira Folgendes passiert. Und ihr erinnert euch noch alle dran. Ihr wisst alle, was passiert ist. Auf Madeira ist das hier passiert. Checkt ihr, was auf Madeira passiert ist? Die große Bombe ist explodiert. Die riesige Bombe auf Madeira ist explodiert und hat die ganze Insel einfach in Fetzen gerissen. Checkt ihr? Der hier war richtig sauer. Der war richtig sauer auf einen anderen. Und ich war mittendrin und ich habe mich eingemischt. Weil ich es auch ich habe es eigentlich verursacht. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe es einfach verursacht. So, der war sauer auf den hier. Das ist Abdel und... Ah ne, das ist Tanzverbot und das ist Abdel. Und Unge, ganz wichtig. Unge malen wir auch kurz. Warte, wir malen noch Unge. Das ist Unge. Das war auch noch... Und ich habe noch ein Auto kaputt gemacht. Wenn ich du wäre auf Madeira gedreht... Dann schauen wir mal ganz kurz in den April rein. Was war im April los, meine Freunde? Oh Gott, Leute, da fängt die dunkle Phase an. Da geht's los, Leute. Wisst ihr, was ich im April noch gemacht habe? So, das müsste eigentlich schon fast reichen, Leute. Ich habe sehr, sehr viel GTA-RP gespielt, Digga. Es ging wirklich nur bei GTA-RP, ging es nur um Dollars und Waffen. Ja! Ja! Schäme ich mich heute ein bisschen für, aber war für die Zeit war es ganz gut, ne? Oh, dann, Leute, habe ich das auch im April gemacht. Ende April, meine Freunde, habe ich natürlich, klar, ihr wisst es auch. Hier, das habe ich gemacht, Leute. Ich habe so richtig viel gekocht. Ich habe Kochstreams gemacht, erinnert ihr euch noch, Leute? Ah, heiß! Die Kochstreams, die waren richtig geil. Dann gehen wir rüber, würde ich sagen, meine Freunde. Hier habe ich, glaube ich, die Anzeige bekommen. Hier habe ich die Anzeige bekommen von Karl S. Es gab auf jeden Fall diesen Zettel. Da habe ich dann eine Anzeige bekommen von Karl S. Hier stand also drauf, bla bla bla. Hier ist hier Anschreiben. Und da stand hier so drauf, einfach nur so zwischen den Zeilen von Karl S. Fotografen habe ich damals diese Anzeige bekommen. Oder nicht Anzeige, Abmahnung. Genau, das habe ich aber dann halt auch so bekommen. Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wild. Daran erinnere ich mich auch noch. Dann haben wir angefangen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Und das versuche ich jetzt mal ganz kurz hier zu skizzieren. Trimax Fails. Was? Ja. Hör auf!
Wir haben Trimax Fails das erste Mal geschaut. Und ich versuche jetzt mal eine sehr, sehr akkurate Zeichnung vom Avatar Trimax zu machen, okay? Ich finde, man kann es sehr gut erkennen. Wir haben auf jeden Fall angefangen mit Trimax Fails, meine Freunde. Ganz, 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 ganz wichtig. Doch, im Mai, Leute, im Mai habe ich Frau Bra geküsst. Oh, hi. Guten Morgen. Hi. Erinnert ihr euch? Ich mal ganz kurz, wie sich zwei Lippen küssen, okay? Das hier bin ich. Ich kann nicht gut malen. Bitte seid nicht offended dabei, okay? Ja, das war auf jeden Fall auch ganz wild. Ja, dann machen wir weiter im Juni, meine Freunde. Was war im Juni los? Ja, im Juni haben wir ganz viele Community-Events gemacht und Pummelparty gespielt. Julian Bam TikTok, stimmt. Julian Bam TikTok haben wir auch gemacht. Nein! Oh, Junge! Lass das aus dem Internet, Mann! Wir haben sehr, sehr viel mit Julian Bam gemacht, das stimmt schon. Ja, ich finde, ich habe Julian Bam gut gemacht. TikTok-Streams haben wir sehr viele gemacht, Leute. Ganz, ganz unangenehmes Thema. TikTok hat echt Spaß gemacht, Leute. TikTok war geil. Dann, klar, ganz wichtig, gehen wir einen Monat weiter im Juli, meine Freunde. Im Juli war ich mit dem hier unterwegs. Warte. Auf was freuen Sie sich am meisten heute bei dieser Filmvorstellung? Auf den Film. Das ist Podolski mit Fußball. Wir waren ja in der Türkei zusammen. Ich finde, so sieht Podolski aus. Dann war Laser Luca noch mit dabei und Sandra. Wir waren ja mit Sandra dann da und mit Laser Luca. Das war mega geil. Und wir hatten halt wirklich den krassesten, also wirklich den Luxusurlaub des Todes. Wir hatten, hier Leute, wir hatten Yachten. Poldi hat richtig gegönnt, Mann. Es war so ein geiler Trip. So, dann gehen wir in den August weiter, meine Freunde. Ich habe eine Talentshow mit Stroppo gemacht. Das war sehr, sehr wild. Ich guck gerade mal, was hatten wir denn noch? Ja, der Juli. Wisst ihr, Leute, für den Juli muss ich jetzt ganz ehrlich sein, da fällt mir jetzt einfach gerade nichts ein. Und wir machen weiter. September, Leute. September. Wir haben den Van-Trip gemacht im September, Leute. Das war eine krasse Sache. Ah, ich bin Tobi. Willkommen zum Van-Trip. Ey, ist hier jemand ermordet worden oder sowas? Van-Trip im September. Wir hatten eine richtig geile Zeit in Schweden. Also, auch wenn es in Schweden keine geilen Berge gibt, ich male jetzt hier einfach ein paar geile Berge hin. Das hat wirklich Bock gemacht, Leute. Das war wirklich einfach nur nice. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Und der Van-Trip an sich, ja, der war halt einfach nur wild. Der hat wirklich einfach nur richtig krank gebockt. Kann man nicht... Meine Fresse, Paint ist so ein dummes... Das war wirklich geil. Schweden war einfach nur eine geile Zeit. Kann ich nicht anders sagen. Julia da kennengelernt. Ich mal kurz ein Bild von Julia. Wie mache ich das jetzt, ohne dass sie beleidigt ist? Ja, das ist Julia. War saugeil, Leute. Schweden hat wirklich Spaß gemacht. Tatsächlich war wirklich eine geile Zeit. Schweden war einfach nur nice. Und ich würde den Van-Trip auf jeden Fall nochmal wieder wiederholen. Wir waren 3 Wochen on the road, Mann. Wirklich, wirklich geil. Gumo. Ich finde es auch geil, wie Julius hier, mein Cutter, die ganze Zeit einfach so passende Sachen unter mein Draw-My hier hinterlegt, während ich so Sachen rede. Das ist voll geil einfach. Finde ich richtig nice. Ja, Julius ist dann zu uns gekommen, dann gehen wir weiter. September, Oktober, Leute. Oktober war ein ganz großes Thema bei mir im Kanal. Ich will es nicht speichern. Lass mich in Ruhe. Das hier ist passiert, ne? Schwedisch-Deutsch-Reden-Experiment mal wieder, ne? Das war natürlich auch sehr, sehr wild. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Sollen wir zuerst zu dem Typen die Schuhe wegbringen oder shoppen gehen? Yeah, I don't know what you're saying. So, ne, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja, da einfach zusammen mit Julia voll viel Zeit verbracht. Sie war wieder hier. Ich mal nochmal ganz kurz Julia, damit ihr checkt. Das sieht aus wie auf dem Kopf, never mind. Und dann haben wir gebacken wieder mal mit den Jungs und Mädels, ne? Ganz klares Ding. Alter, Digga, ich bin hier umgeben wieder von 2 Leuten. Der eine baut die ganze Scheiße, der macht sein Minions komisches Ding auf. Pass auf, der macht da wieder eine Scheiße. November, meine Freunde. November. Ja, November. November, pass mal auf, wisst ihr was? Im November male ich einfach jetzt nur eine Sache und ihr wisst direkt, was es ist. Da sind wir jetzt noch dran, Leute. Das ist Trimax sein Skin. Und ich mache jetzt auch noch Patrick Skin. Wartet. Craft Attack haben wir gemacht, Leute. Craft Attack war wieder mal wirklich, also dieses Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, Craft Attack so krass gefühlt einfach, hat so viel Spaß gemacht, Mann. Ich merke schon so, ich glaube, mein Draw My Life letztes Jahr war sehr viel auf. Aufregender. Among Us, Leute, Among Us kam zu uns. So, Among Us haben wir halt gespielt und wir machen natürlich auch direkt meine Farbe vom Skin rein. Ich war immer tot, Leute. Among Us und Craft Attack. Das war wirklich ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Dezember, meine Freunde, Dezember haben wir gemacht Folgendes. Dezember machen wir jetzt ganz, ganz quick, Leute. Machen wir ganz quick. Es ist ein Bild in allen Leutes Augen hängen geblieben, meine Freunde. Es ist wirklich eine Sache passiert. Und zwar hat der Fettsack Trimax hat geheult. Trimax hat geheult, denn wir haben nämlich zusammen den Charity-Livestream gemacht. Wo Trimax einfach so richtig scharfes Chili gegessen hat und einfach geheult hat. Erinnert ihr euch, Leute? Ich bin aus der Nase. Mach mal, gib mir mal die Löffel. So geil, dass der einfach geweint hat. Das fand ich immer noch cool. Und natürlich ganz klar, der fette Diss-Track. Du bist lost. Das ist ganz weird, was ich hier gerade mache, wisst ihr? Das war auf jeden Fall der Dezember. Wie fandet ihr meinen Rückblick, meine Freunde? Wie findet ihr meinen Rückblick? Und vor allen Dingen, Wie findet ihr das hier? War guter Rückblick, ne? Meine ich doch. Ja, Leute, sehr, sehr wild. Das war das Jahr, ein absolutes Sch*** Jahr, wirklich. Also das Jahr war wirklich komplette 0 von 10. Es war wirklich einfach eine riesige Sch***
das Jahr. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao.